Hi guys, ich hoffe, euch geht's gut. Es ganz herzlich willkommen für ein neues Video von mir. Mein Name ist Nancy Sunshine. Und ja, heute geht es um Neugeboren. Bald kam mein Baby zur Welt und ich habe mir auch gedacht, ich würde dann ein Video machen zur Vorbereitung für meine Geburt machen. So euch zu zeigen, was ich schon mal gekauft habe. Und ja, so geht's einfach. So Leute, hier unseren letzten Post bei Instagram. Folgt mir auf Instagram unter Nancy Sunshine First und @ So, ihr könnt schon ein paar Sachen hier merken hinter mir. Ich werde euch das mal zeigen, was ich schon vorbereitet habe für das Geburt. Ein paar Sachen, die dazu, was Alessandro und Samira natürlich schon angezogen haben. Ja, so ein paar alte Sachen. Natürlich habe ich gemischt, habe neue Sachen gekauft. Ja, das gehört einfach dazu, weil ich schon drei Kinder habe und das ist der viertes Kind. Genau, so. I'm so happy! Bald kommt das Baby! So sieht das aus? Oh my God. Mein Gott! Mein Bauch ist so groß! Puff! Ach, nee, könnt ihr ja nicht sehen. So, guys, ein kleiner Überblick über alles, was ich schon gekauft habe für mein Baby. So sieht das aus. Ja, auf die linke Seite hatte ich schon Alessandro zum Beispiel benutzt. Der ist ganz, ganz, ganz alt. Also. Das hat Alessandro und Samira benutzt. Die Jacke auch. Und ja, ein paar Sachen da habe ich auch für Alessandro und Samira. So sieht das Ganze aus, was ich gekauft habe. Ein paar Sachen von Alessandro und Samira sind noch in den Schränke. Ja, ich werde das auf jeden Fall alles in die Maschine packen und meine Tasche für das Geburt vorbereiten. Habe ich noch hier. Das ist natürlich nicht alles. Ich habe sehr viel gekauft. Die andere Sachen sind noch in dem Schrank drin. Ja, die andere Sachen werde ich auf jeden Fall sag ich mal, aufbewahren, wenn das Baby da ist. Werde ich die danach waschen, aber diese kommen alle bestimmt in der Maschine. So guys, wir sind bei XXL. Wir wollen das Bett für das Baby bestellen. Nice. So wird das Bett von dem Baby aussehen. Bin mal gespannt. Ich hoffe, das ist stabil und zwar genug, sodass das Baby ja lange da drinnen schlafen kann. Hm? Das ist stabil. Ich meine, unsere Kinder sind ja sehr actiongeladen. Die schaffen ja alles. Alessandro und Samira. Ja. Wir haben schon das Bett für das Baby bestellt und ja, wir gehen einfach in dem Lager das abholen. Bevor wir das erst abholen, bezahlen. Genau, erstmal bezahlen. Bevor wir das abholen, möchte ich noch nach oben. Da habe ich einen schönen Spiegel gesehen. Ja, das wollen wir erstmal mal angucken. Ich möchte das an Olli zeigen, weil ich das einbauen möchte in mein Schlafzimmer. Das wird auf jeden Fall perfekt aussehen. Ja. Oh ja, und Nancy will auch bezahlen, hat sie gesagt. Ganz super. Ja, mein Mann ist dafür da. Ach, Leute, Gott sei Dank habe ich einen Mann. Oder? Dann bin ich mal gespannt, wie das alles wird. Oh, da liegt mein Bauch. Siebte Monat. Ich habe noch. Welche Etage willst du? Das ist, glaube ich, in die zweite Etage. Wenn ich mich daran erinnere. Ich habe noch 2 Monate, Leute. Nicht mal 2 Monate, oder? Anderthalb. Ja, so schnell geht das. Ja. Oh mein Gott, ich bin mal gespannt. Ich bin aufgeregt, Leute. Das ist eine richtige Action. Ja, er bumst so. Der bumst. Ja, aber hallo. Und nachts kann ich nicht laufen. Ja, Leute, wir haben uns verwechselt. Ich glaube, das war unten. Ich habe uns verwechselt. Also eine Etage unten. Also wir gehen zurück. Wir gehen zurück oder fahren wir zurück? Eine kleine Pause für meine Schuhe. Guck mal her, du siehst so schön aus, wenn du das machst. Denn sie kann sich ja nicht mehr bücken mit ihrem Bauch. Ja. Oh, du siehst gut cool ich aus. Ich bin einfach faul. Ja. Oh, danke. So, guys. Das ist gar keine Arbeit. Du hast nicht so viel getan. Ich glaube, das ist in dieser Ebene. Ich weiß es nicht. Und zwar. Ja, das war hier, auf die rechte Seite. Komm, genau. Komm hier, das war hier, ja.
Das war hier. So, guys, das war's dann für heute. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Vergiss mich nicht, auf Instagram zu folgen unter Nancy Pontenschein. Und folgt auch Arubas Franke Pontenschein Reisen. Hat mich gefreut, Leute. Ja, bitte einen schönen Tag. Bis nächstes Mal. Okay.